Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hand aufs Herz Box von Unantastbar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hand aufs Herz von Unantastbar, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album der Band. Wir haben hier eine recht große Box aus Metall. Wir haben hier auf dem Cover den Oberkörper, den zu tätowierten Oberkörper. Meines Wissens müsste das der Oberkörper des Frontsängers sein. Wir haben hier auch noch ein Kabel, das sich hier um das Handgelenk und um die Brust und ums andere Handgelenk so rumschlängelt. Unantastbar. Hand aufs Herz lesen wir unten. Dann haben wir hier noch einen FSK 16 Sticker. Also das hat man hier mit einem Sticker gelöst. Bedeutet, wir finden hier dann auch eine DVD vor. Das Ganze wurde hier dann auch geprägt. Also sowohl die Hand als auch die Kabel, einzelne Elemente und natürlich auch hier die Schrift. Das alles wurde hier geprägt. Auf der Seite lesen wir Unantastbar, auf der rechten Seite Unantastbar, Hand aufs Herz, Bandname plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir hier so ein Infozettelchen, so ein Papier angeklebt. Unantastbar, Hand aufs Herz Box enthält Digipack, Bonus-DVD, transparenter Aufkleber, DIN A3 Kalender. Die Sachen haben wir dann hier auch nochmal veranschaulicht. Also das ist das Album, das ist die DVD, das ist der Sticker und das ist der Kalender. Hier sieht man dann auch schon ein paar Monate oder ein paar Bilder des Kalenders. Und dann haben wir hier noch die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über Rookies und Kings. Und dann haben wir hier noch einen Barcode. Gut, die Box ist auf 2000 Stück limitiert. Wir schauen mal hinein. So, das ist das Angesprochene. Also hier kann man wunderbar die Prägung sehen. Ah, okay, also scheinbar auch hier die Halskette, die wurde auch geprägt. Okay, also Schriftzug, wie gesagt, Teile des Oberkörpers, das Kabel, die Hände und eben entsprechend die Halskette. Ja, also, so sieht das aus. Dann schauen wir ins Innenleben. Wir haben hier einerseits mal ein Luftpolster, diverse Luftpolster, die schon ziemlich viel Luft verloren haben, die einfach dafür sorgen, dass die Sachen hier möglichst heil ankommen und nicht so rumfliegen in der Box beim Transport. So, das dürfte der Sticker sein. Der ist ziemlich groß. Dann haben wir hier das Album an sich, die DVD und den Kalender. Der sieht so aus. So, von innen ganz klassisch in diesem Silber gehalten. Dann machen wir die Box wieder zu. Packen die zur Seite und kommen zu den Inhalten. Zwei der Inhalte sind ja hier noch in Folie. Zum einen das Album, zum anderen dieser Sticker hier. Beziehungsweise der ist gar nicht so wirklich in Folie, der ist hier einfach nur so reingestülpt. Okay, machen wir den auch mal zur Seite und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier noch einen Sticker, Unantastbar Hand aufs Herz Tour. 2016 hat die hier stattgefunden. Sehr interessante Dates, denn wir haben hier Dates vom Januar bis in den März hinein, also Januar und März, und dann wieder im November und Dezember. Also das ist auf jeden Fall eine sehr ausgedehnte Tour hier, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dann werden wir mal die Folie abmachen und dann schauen wir mal hinein. So. Also, es ist wie gesagt das sechste Album der Band, das kommt hier in einem Digipack. Das Cover, wie auch schon das Boxcover gehalten. Auf der Seite sieht das so aus und auf der Rückseite haben wir wieder dieses Kabel. Und die Tracklist. 15 Tracks sind es geworden. Beteiligte und Barcode. Also das Album gibt es natürlich auch regulär. Nicht nur als Box, sondern eben auch so die CD im Digipack. Dann haben wir als erstes hier mal das Booklet.
hier haben wir die Lyrics mit drauf. Wunderbar. Also, jeder Track ist hier abgetippt, Wort für Wort, und das rote hier in dem Fall der Refrain. Dann haben wir hier Fotos der einzelnen Bandmitglieder. Alles in schwarz-weiß gehalten bei den Fotos. Dann ein Gruppenfoto, alle fünf hier nebeneinander. Also ein sehr textlastiges Booklet, und hin und wieder gibt es dann die Fotos. Und zum Abschluss haben wir dann noch die Credits zum Album, alle Beteiligten hier aufgelistet und nochmals die Tracklist auf der Rückseite. So, auf der linken Seite haben wir dann diese Stecktasche, in der das Booklet sich befindet, und nochmal ein Bandfoto in schwarz und weiß. Packen wir das Booklet wieder zurück und kommen zur CD. Die sieht so aus. Also wir haben hier in grau, so etwas schwer zu erkennen, das Wappen der Band, und darüber dann wieder unantastbar Hand aufs Herz, die Schriftzüge. Schauen wir uns mal die CD an, wenn wir sie rausbekommen. Jawohl. Und auf der Rückseite, hier sieht man es dann besser nochmal, das Wappen. Okay, so viel dazu. Dann haben wir mit dabei eine DVD. Hand aufs Herz, also das Cover hier passend zum Albumtitel. Wobei hier auf jeden Fall jede Menge Stacheldraht mit dabei ist, also das Herz hier stark am Bluten, ziemlich verletzt scheinbar von dem ganzen Stacheldraht. Bonus-DVD, Hand aufs Herz. Hier haben wir den FSK 16 Hinweis, den wir auch schon auf der Box hatten. Allerdings ist es hier wirklich aufgedruckt, also hier leider nicht mit Sticker gelöst worden. Videos haben wir hier drauf, und zwar Making-of-Kalender-Fotoshooting, dann Hand aufs Herz, EPK und Musikvideos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Musikvideos gibt es dann hier noch. Okay, das ist eine Menge. Dann schauen wir hinein. So sieht die DVD aus. Und die kommt in der Papphülle. So, als nächstes haben wir dann noch den riesen Sticker. Es ist so ein transparenter Sticker, und zwar ist das drumherum. So, wir machen den mal auf. Und zwar ist der einerseits mal von der Form her etwas speziell, denn er ist nicht einfach nur rechteckig, sondern er hat hier unten links und unten rechts so einen Einschnitt, so abgerundet. Und dann haben wir hier den Schriftzug unantastbar Hand aufs Herz in weiß, beziehungsweise das Aufs ist in rot. Und alles andere ist hier wirklich transparent. Also es ist am ehesten wahrscheinlich dann für die Autos gedacht, so ein Heckscheibenaufkleber. Und wenn man den draufpackt, dann hat man wirklich nur den Schriftzug hier in weiß sichtbar und das hier in rot, aber alles drumherum ist dann transparent. Ja, der ist hier so zusammengerollt. Machen wir gleich mal wieder. Wunderbar. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar ist das der Kalender. Der Kalender in A3. Unantastbar lesen wir auch hier wieder. Kalender 2016. Klar, das Album kam ja auch im Jahr 2016 raus. Und dann haben wir hier die Bandmitglieder und diverse Frauen. Also nachdem wir hier 5 Frauen haben, ich weiß jetzt nicht ganz sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass es eventuell die Freundinnen oder die Frauen der einzelnen Bandmitglieder sind. Eventuell sind auch ein paar davon Fans oder Supporter oder irgendwie aus dem Umfeld, aber nachdem irgendwie 5-5 das ganz gut aufgeht, gehe ich mal davon aus, dass das dann jeweils die Pärchen sind. Okay, dann haben wir hier Unterschriften, und zwar von allen 5 Bandmitgliedern hier mit schwarz, mit schwarzem Stift unterschrieben. Das sind auf jeden Fall originale Unterschriften, die sind nicht aufgedruckt, die sind tatsächlich original unterschrieben worden. Und dann kommen wir zu den einzelnen Monaten. Bin jetzt nur etwas verwirrt. Ah! Okay. Hier geht das dann los. Also wir haben hier den Januar. Das Foto, das kennen wir schon, allerdings in schwarz-weiß. Das haben wir jetzt hier in Farbe. Und wir haben hier unten auch noch hervorgehoben und hier entsprechend angekreuzt die Tour-Dates. Also am 15. und am 16. Januar
gab es hier zwei Auftritte der Band in Troggau und in Oberhausen. Und das wurde hier entsprechend vermerkt im Kalender, dass man die Tour auf keinen Fall verpasst. So, jetzt würde mich nur interessieren, was das hier ist. Auch Januar, okay. Also, wenn ich das jetzt richtig deute, hat dieser Kalender sozusagen zwei Varianten. Die eine Seite sind so die Bandfotos und die andere Seite sind dann diese Fotos der Frauen. Also wir haben hier den Januar, in diesem Fall dieses alternative Format, Querformat. Vorhin war es ja ein Hochformat, das Bandfoto, und hier haben wir eben eine Dame abgebildet. Und wenn ich das richtig deute, dann geht das jetzt hier tatsächlich mit jedem Monat so. Wir schauen mal rein. Also der Februar, genau, geht hier auf. Auch hier wieder ein Bandfoto. Und auf der Rückseite, jetzt ist das auch wieder im Hochformat, okay, es ist spannend, haben wir dann hier eine Dame, die uns die Kehrseite zuwendet. Und hier jede Menge Tourdates wieder vermerkt. Ich komme jetzt nur schon etwas durcheinander, denn das war jetzt scheinbar schon der März. Februar habe ich euch vorenthalten. So, das ist der Februar. So sieht das aus. Und auf der Rückseite, es ist gar nicht so einfach, diesen Kalender zu bedienen. So, das ist die Rückseite. Dann kommen wir zum März. Bandfoto und das Foto der Dame, das kennen wir schon. Dann der April, Bandfoto, Frauenfoto, eieiei, immer herumdrehen. Ja, eine knapp bekleidete, dafür umso stärker tätowiertere Frau. Dann kommen wir zum Mai. Also ich zeige euch jetzt ohne Gnade jedes einzelne Bild. Das ist der Mai. Das ist die Frau im Mai. Also die Motive sind auf jeden Fall noch jugendfrei, so viel kann ich sagen. Dann haben wir hier den Juni. Und auf der Rückseite das Frauenmotiv des Juni. Dann kommen wir zum Juli. So sieht das aus. Der Frontmann der Band, Jogl. Ah, okay, eventuell hat er hier Geburtstag am 6. Juli. Deswegen ist er hier vermerkt und mit einem Einzelfoto. Gut möglich. Auf der Rückseite gibt es dann diese Frau hier. Dann haben wir den August. Also nachdem die sich dann hier dann doch eher so freizügig präsentieren, gehe ich fast mal davon aus, dass es sich nicht um die Partnerinnen der beiden, also der fünf Bandmitglieder handelt, sondern eventuell doch Frauen so aus dem Umfeld von der Supporterschaft oder so Videoclips. So, dann haben wir hier zwei weitere Mitglieder der Band mit Geburtsdatum vermerkt, und zwar Tom und Heiß. Auf der Rückseite gibt es dann auch passend zwei Frauen. So sieht das aus. Dann kommen wir in den September. Wieder ein Bandfoto. Also hier dürfte keiner Geburtstag haben im September. Dann die Frauen. Möchte ich natürlich nicht vorenthalten. Oh, die haben dann doch hier etwas mehr an. Dann kommen wir in den Oktober. Hier dann wieder ein Bandfoto. Und auf der Rückseite gibt es wieder eine Frau. So sieht die aus. Ups, September waren wir ja schon. Das war jetzt der Oktober. Haben wir das? Ja, genau, das haben wir schon gesehen. Dann kommen wir in den November. Wir haben wieder zwei Geburtstage. Und zwar Spitzi und Skal. So sieht das aus. Und auf der Rückseite dann die Frau. Und auch auf jedem Foto ist hier immer dieser unantastbare Schriftzug auf irgendeiner Oberfläche mit eingearbeitet.
Und der Dezember, hier gibt es dann wieder ein Bandfoto, alle fünf hier mit drauf. Und auf der Rückseite eine Frau, die sich hier gerade die Seele aus dem Leib schreit. Jawohl, also das war der Kalender. Wie gesagt, mit insgesamt 24 Motiven, denn jeder Monat hat ja tatsächlich hier zwei verschiedene Varianten. Je nachdem, für welche ihr euch entscheidet, entweder für die Band-Variante oder für die Frauen-Variante. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Kalender, der Jahreskalender 2016 mit den ganzen Unterschriften drauf. Dann haben wir die DVD hier in der Papphülle. Das Album an sich im Digipack mit insgesamt 15 Tracks. Und diesen riesen Sticker, diesen Heckscheibenaufkleber. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Hand aufs Herz von Unantastbar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unantastbar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.